So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir die Todesmutfeste, das vierte Gewölbe, abgeschlossen und haben demnach nur noch zwei auf unserer Liste. Die werden wahrscheinlich hier oder hier sein vielleicht oder auch hier. Stimmt, hier war... oder hier oben. Können wir dann, wenn wir hier einmal die Runde rum sind, können wir hier oben nochmal gucken. Also ich denke mal, hier haben wir noch irgendwas und hier oben. Obwohl hier oben... Ich glaube, hier müsste die Vagabund gewesen... Nee, hier müsste die Vagabund gewesen sein. Na egal, wir werden auf jeden Fall da mal gucken, wo wir die letzten zwei Gewölbe finden werden. Aber wir werden uns erst einmal um diesen armen Geisterritter kümmern und werden herausfinden, was hier vor sich geht. Ich habe Fürstin Gareks Prüfungen mehr Lebensalter lang ehrenhaft verteidigt, als ich mich erinnern kann. Und diese Nekromantin meint, sie könnte mich einschüchtern? Das werde ich nicht dulden. Verzeiht. Vielen Dank, dass ihr angehalten habt. Würdet ihr freundlicherweise dieses Rauchfass löschen und meine Bindung lösen? Wer seid ihr und welche Prüfung bewacht ihr? Ich bin der Verwalter von Gareks Ruhe. Und ich bin an diesen Ort gebunden, bis jemand die Prüfungen der Würdigkeit abschließt. Drei Prüfungen, die Qualitäten bestimmen, die ein Ritter braucht, um Fürstin Gareks heiligen Schild zu tragen. Falls ihr keine Ränkeschmiedin wie Amunara seid. Okay, was will sie denn? Den heiligen Schild zu nehmen, ohne sich an die Prüfungen der Würdigkeit zu wagen. Doch nur jemand, der die Prüfungen besteht, wird die Worte erfahren, um die Schutzzauber zu bannen, die den Schild behüten. Wenn ihr den Schild gewinnen könnt, bevor die Nekromantin ihn stiehlt, werde ich euch belohnen. Lasst mich diese Prüfung ablegen. Ich werde den heiligen Schild von Amunara erlangen. Vielleicht seid ihr eben jene Seele, auf die ich all die Jahre gewartet habe. Jemand, die würdig genug ist, um sich Fürstin Gareks kostbarsten Schatz zu verdienen. Bitte nehmt das Rauchfass und löscht es. Ich vermute, dadurch wird die nekromantische Bindung aufgehoben. Ich habe jetzt ein paar Fragen, bevor ich euch freilasse. Ja, ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Nur ein einfältiger Narr würde nicht mehr wissen wollen. Doch es mag euch überraschen zu erfahren, dass ich diese Bindung als äußerst unangenehm erlebe. Bitte nehmt das Rauchfass und löscht es. Ich beantworte alle Fragen, sobald ich frei bin. Okay. Und? Ist besser? Nun werde ich eure Fragen gern beantworten. Ihr habt schon bewiesen, tugendhafter zu sein, als Amunara es jemals sein wird. Man wird sich an euer Mitgefühl erinnern. Nun betretet Gareks Ruhe, um die Prüfungen der Würdigkeit zu beginnen. Besteht sie ehrenhaft, aber sputet euch. Ich darf nicht erlauben, dass Amunara sich den Weg zum Schild erschummelt. Was können wir über diese Prüfungen der Würdigkeit erzählen? Wie ich schon sagte, erwarten euch drei Prüfungen. Durchhaltevermögen, Einfallsreichtum und Ausdauer. Sie stellen jeweils eine der Tugenden auf die Probe, auf die Fürstin Garrick bei jenen, mit denen sie segelte, Wert legte. Ich treffe euch vor jeder von ihnen, um euch das Ziel zu erklären und Rat anzubieten. Danach ist es an euch. Und die Prüfungen verraten mir ein Passwort? Korrekt. Magische Schutzzauber umgeben den Schild. Nach dem ehrbaren Abschluss der Prüfungen erfahrt ihr eine Losung, die diesen Schutz aufhebt. Amunara wollte, dass ich ihr diese Losung gebe, doch ich habe mich geweigert. Ich sorge mich um ihre Pläne, die Schutzzauber zu umgehen. Warum erschuf Fürstin Gareck die Prüfung in der Würdigkeit? Anfangs stellten sie einen Weg für sie dar, jene auszumustern, die ihr nur schlecht dienen würden. Viele strebten danach, mit der großen Fürstin Jocelyn Gareck zu segeln, doch sie nahm nur die Besten. Wenn es einem Bewerber gelang, alle Herausforderungen ehrbar zu meistern, hieß sie ihn an Bord willkommen. Ab wann ging es denn bei den Prüfungen darum, sich den Schild zu verdienen? Vor ihrer letzten Reise bat mich Fürstin Gareck, einen neuen Träger für ihren Schild zu finden, falls sie nicht zurückkehrt. Ich habe den Eid geschworen, jemanden Würdiges zu finden. Dieser Eid hält mich bis zu diesem Tag hier. Nur wenn der Schild ehrlich gewonnen wird, kann ich Ruhe finden. Was macht diesen Schild so kostbar? Fürstin Gareck nannte ihn ihren heiligen Schild. Sie behauptete, ein heiliger Arkais habe ihn mit seinem Blut gesegnet. Solange sie ihn trug, konnte sie keine Verletzung erleiden. Mhm. Ich habe keinen Grund, an dieser Überzeugung zu zweifeln. Erst als sie den Schild zurückließ, starb sie in der Schlacht.
Warum ließ Wissengarak ihn bei euch? Ich habe ewig über diese Frage nachgedacht. Damals stand es mir nicht zu, ihr Urteil in Frage zu stellen. Ich sinniere immer wieder darüber, was sie zu mir sagte. Falls ich nicht zurückkehre, möge dieser Schild das Gedenken an mich bewahren. Vielleicht wusste sie, dass diese Reise unweigerlich ins Verderben führen würde. Was glaubt ihr, warum Amunari ihn haben will? Sie verriet es mir nie. Um ehrlich zu sein, hatte ich mich entschieden, gar nicht erst zu fragen. Von dem Augenblick an, da ich sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass Amunara nicht ehrbar genug war, um den Schild zu verdienen. Doch es ist merkwürdig. Ein mit der Macht Arkais gesegneter Schild sollte eine Nekromantin abstoßen. Stimmt allerdings. Na gut, wir werden die ja, super. Wundervolle Prüfungen. Noch ein Schinder. Und ein Zombie. Ach, schön. Ich dachte, ich hätte gerade eine Truhe gesehen, aber es war nur ein Fass. Warum kriegt sie jetzt eigentlich mehr EP? Ich glaube, die Miri hat da immer nur 100 noch mal was oder so bekommen. 139. Oh, sieht das alles so schlimm. Wer seid ihr? Noch eine Söldnerin? Eine weitere Söldnerin? Ihr kommt etwas spät, oder? Habt ihr Eingang nicht gefunden? Lisa hat schon alle Hilfe, die sie braucht. Das wird sie schon mehr kosten, als sie eingeplant hatte. Ihr wirkt jedoch recht außergewöhnlich. Vielleicht könnte Amunara euch gegen einen der anderen austauschen. Nein, Synric bat mich, die Prüfungen der Würdigkeit abzulegen. Ich bin hier, um mir Fürstengarek's Schild zu verdienen. Oh, bei allen Sternen. Warum muss dieser Geist das so schwer machen? Amunara wusste nicht einmal, dass er hier sein würde. Wer bleibt denn nach seinem Tod irgendwo, um anderen Prüfungen aufzuerlegen? Zum Beispiel. Dieser tut er leid. Doch wenn Amunara von hier verschwindet, wird der Schild mit ihr gehen. Warum wollt ihr diesen Schild haben? Amunara meint, es ist nur gerecht, euch das zu erzählen. Es gibt eine Geschichte über Fürstin Gareks berühmten Schild. Arkai selbst soll ihn mit seinem Blut gesalbt haben. Angeblich. Eine aufstrebende junge Nekromantin könnte so ein Artefakt brauchen. Um die Macht aus ihm herauszulösen, um selbst stärker zu werden. Wofür braucht ihr dann die Söldner? Wer weiß schon, welche Gefahren in dieser alten Ruine lauern. Und Amunara weigert sich, auf diesen Unsinn mit den Prüfungen einzugehen. Die Söldner werden ihr helfen, in die Schildhalle vorzustoßen. Nun, seid vernünftig. Zieht einfach weiter. Niemand würde es erfahren. Diese muss ich nun ihrer Suche widmen. Was sind eure Pläne für den Schild? Es ist richtig aufregend. Der Legende nach soll Fürstin Gareks Schild die Macht Arkais in sich bergen. Die erhielt sie am Leben, solange sie ihn führte, ja? Denkt doch nur an die Möglichkeiten, wenn Amunara diese Macht absorbieren könnte. Warum soll die Macht Arkais ihre Fähigkeiten verbessern? Üblicherweise wäre dem auch nicht so. Arkai duldet keine Nekromanten. Wir verwischen die Trennlinie zwischen Leben und Tod. Doch Amunara könnte einen Weg gefunden haben, die göttlichen Energien des Schilds umzuleiten. Sie könnte ihren beschworenen Toten denselben Schutz gewähren, den Fürstin Garrick besaß. Was seht ihr von euch? Amunara spricht nicht gern über sich selbst. Diese ist nur eine einfache Knochenwecker-Khajiit, die versucht, ihren Weg in der Welt zu finden. Passt auf, Amunara ist euch eben erst begegnet. Vielleicht tauschen wir beide beim nächsten Mal Geschichten aus. Im Augenblick muss diese an diesen Schild kommen. Achtet nicht auf ihre vergifteten Worte. Bleibt eurer Ehre treu. Der Bindezauber versagte. Diese hatte hart daran gearbeitet. Ach, aber nichts hält meinen magischen Hammer auf. Das zertrümmert alles. Ich euch von dem Schild, Geisterritter. Rasch, macht euch an...
Willkommen zur ersten Prüfung. Der Prüfung des Durchhaltevermögens. Besiegt die Feinde und schließt die Tür auf, um weiterzukommen. Ah. Muss ich denn alle besiegen? Wem jetzt, Spinne? Kriege das hin, Isobel? Nein, das sind ja keine richtigen Gegner. Hallo? Warum geht denn das jetzt nicht? Der Ausgang ist entriegelt. Hä? Nicht, ob der Geisterritter euch Angst macht. Findet einen Weg in die Schildhalle. Ja. Geht durch den zweiten Ihr habt große Ausdauer gezeigt, Herausforderin. Gut gemacht. Merkt euch die Worte der Tafel, um die Losung zu lernen, die man braucht, um den Schild zu gewinnen. Viele bestehen die Prüfung des Lebens nicht, weil es ihnen an Durchhaltevermögen mangelt. Ihr habt diese Herausforderung bestanden. Denkt immer an das wichtigste Wort, können. Fürstin Garrick stieg auf, von einem Kind niederer Geburt, zu einem weithin respektierten Kapitän der Flotte aller Flaggen. Sie kannte den Wert, der darin liegt, sämtliche Hindernisse zu überwinden. Selbst wenn man glaubt, alles wäre verloren. Ihr habt dasselbe Durchhaltevermögen bewiesen. Ich bin beeindruckt. Danke. Was steht für mich als nächstes an? Als nächstes werdet ihr euch der Prüfung des Einfallsreichtums gegenübersehen. Okay. Seeleute müssen hochintelligent sein. Niemand schreibt ein Handbuch für all das, was einem so auf hoher See begegnen kann. Nun beeilt euch. Amunara setzt ihre Zerstörung der Feste fort, um die Schutzzauber zu umgehen. Ich rücke zur nächsten Prüfung vor. Verlasst diesen Raum in Richtung Süden und geht durch die Höhlen. Ihr werdet gleich dahinter die Prüfung des Einfallsreichtums finden. Oder ihr nehmt die Abkürzung durch die Ostwand, sofern euch Höhen keine Angst machen. Ich sah, wie Amunara und einen ihrer Handlanger irgendeine Art von magischer Attacke durchführen. Ja. Ich habe ihnen dabei zugesehen, wie sie in der ganzen Feste Wände einreißen. Sie hatten nicht übertrieben, was ihre Pläne angeht, den Schild zu bekommen. Die einzige Möglichkeit, sie ehrenhaft zu besiegen, besteht darin, die Prüfungen der Würdigkeit zu bestehen. Also beeilt euch, uns rennt die Zeit davon. Könnt ihr mir etwas über Fürstin Jocelyn Garrick erzählen? Eine prächtige Ritterin. Eine unglaubliche Seefahrerin. Sie war unerbittlich, klug und gütig. Auch wenn man ein ganzes Jahrtausend unter ihrem Orden des Heiligen Schilds dienen würde, wäre die Zeitspanne noch immer zu kurz, um einen zufriedenzustellen. Mhm. Ach, hier muss ich durch. Oh, dann gehen wir einfach mal hier entlang. Hier können wir dann wahrscheinlich wieder hoch, oder? Nee.
alles sehr verwinkelt. Verdammt. Das wollte ich machen. Und das. Und das. Und dann das. Und das. Müsste nicht eigentlich der beschworene Knochenschinder dann auch einfach in sich zusammenfallen, wenn er stirbt? Eigentlich ja schon, ne? Die Isabelle kriegt gar keine Erfahrungspunkte. Ach doch. Sekunde, warum kriegt die denn so viele? Hat das auch was mit dem Stärkungsmerkmal zu tun? Ja, eigentlich nicht, weil die gute Miri hat immer 69 oder so bekommen oder mal 39 oder irgendwas in der Richtung. Ich habe irgendwas gehört. Warum sind diese Korridore nur so verwirrend? Oh Gott, nein. Reise der Meeresfreitag 5. Wir fuhren gen Westen, als bei einem Schiff am Horizont sichteten plötzlich schossen Tentakel aus den Wellen empor, die das Schiff zermalmten. Der Kapitän befahl uns, den Kurs zu ändern, direkt in piratenverseuchte Gewässer. Wie erwartet fanden uns ziemlich schnell Piraten, die sich die Geister des Südens nannten, und sie enterten unsere Schiffe. Die Diskussion war vergebens. Die Piraten hatten unsere Segel zerstört und wir konnten sie nicht reparieren. Wir treiben ziellos herum, gestrandet auf dem Meer, aber bevor uns Essen und Wasser ausging, näherte sich uns ein Schiff von Norden her. Wir wurden gerettet und können nun diese Geschichte erzählen. Ja, nett. Die Piraten haben den Kapitän erschlagen und unseren besten Navigator entführt, bevor sie wieder abzogen. Sie fuhren gen Osten. Jetzt diskutierte der Rest der Mannschaft, ob wir ihnen folgen sollen oder nicht. Fehlern. Oh, nee. Nee, Süden? Ein starker Anfang. An Süden? Das ist einfach nur Zufall. Wartet hinter der nördlichen Tür. Lest die Tafel, um den nächsten Teil der Losung zu erfahren. Die Welt bietet Hinweise für jede Herausforderung, sofern es euch nicht an Einfallsreichtum angelt. Ihr müsst euch diese Herausforderung stellen. Denkt immer an das wichtigste Wort: Verständnis. Was für eine Hexerei kommt nun? Cedric! Band die Schutzzaubergeister, Ritter. Nein! Alles okay? Sie hat die Regeln geändert. Wir müssen reden. Weil er hat eine andere Farbe. Ich habe so lange keinen Schmerz mehr gefühlt. Welch grausamer Schurke würde einen unschuldigen Geist leiden lassen? Zuvor verteidigte ich Fürstin Gareks Ehre. Nun steht meine eigene auf dem Spiel. Da ihr die Prüfung des Einfallsreichtums bestanden habt, dürft ihr weiter. Mit einer Änderung. Was für eine Änderung? Ich habe mich bislang zurückgehalten, euch darum zu bitten, Amunare anzugreifen. Sie mittels der Prüfungen der Würdigkeit zu besiegen, schien mir der ehrbarere Weg. Doch sie hat mich gebunden, reist an meinem Zuhause herum und hat mich nun herbeibeschworen wie einen gewöhnlichen Schemen. Ich werde mich nun nicht mehr zurückhalten. Ihr wollt, dass ich sie angreife? Ja, doch nicht in plumper Art.
Wir können Amunaras Rauchfass nutzen, um sie zu binden. Da ihr es mit euch herumgetragen habt, wird es sich inzwischen auf eure Lebensenergien eingestimmt haben. Wenn wir sie das nächste Mal treffen, entzündet ihr das Rauchfass und werft damit nach ihr. Es wird sie so binden, wie es auch bei mir war. Was soll ich tun, bis ich sie wiedersehe? In ihrem Leichtsinn begrub Amunara die Tür zur dritten Prüfung unter Schutt. Doch ich weiß von einer geheimen Route. Als erstes werdet ihr den Schlüssel brauchen. Ich kann euch auf eurer Karte markieren, wo ihr ihn in der Bibliothek findet. Dort kommen wir wieder zusammen, sobald ich mich gesammelt habe. Was hat Amunara euch angetan? Sie packte meine Seele, als wäre ich noch ein Mann aus Fleisch. Doch sie hob mich auf wie ein Kind. Wie ihr selbst saht, ist Amunara die Geduld ausgegangen. Ich habe sie unterschätzt. Sie wird die ganze Feste schleifen, um an den Schild zu kommen. Je schneller ihr die letzte Prüfung besteht, desto besser. Woher habt ihr erfahren, wie Amunaras Rauchfass? Wie man Amunaras Rauchfass verwendet? Wenn man jahrhundertelang tot ist, findet man viele Gelegenheiten zum Studieren. Na gut, ihr stimmt. Werdet sehen, wie groß die Bibliothek von Garix Ruh ist. Ich wurde neugierig, was mein eigenes Wesen anbelangt, und betrieb etwas Lektüre. Es stellt sich heraus, dass das Manipulieren geisterhafter Energien recht leicht ist. Und deshalb versteht ihr diese Bindungsmagie? Ich will nicht behaupten, ein ausgewachsener Nekromant zu sein. Doch Amunaras Gerät wirkt auf mich wie ein recht herkömmliches. Der Weihrauch nimmt Energie auf. Er stimmt sich von allein auf die vorherrschende Existenzenergie in seiner Umgebung ein. Wird sie ausgelöst, sucht die Falle nach einer ähnlichen Energie. Ich denke, jetzt kennt ihr euch mit dem Thema ganz gut aus. Wie ich schon sagte. Viele Jahrhunderte, meine Freundin. Okay. Kein Problem. Dann mehr oder weniger einfach wieder dran vorbei. Ist egal, oder? Ja. Wirklich wie Spritzel packen, ne? So. Ich war schon sehr lange nicht mehr hier. Wir haben den Schlüssel unter einem der Teppiche. Hoffentlich ist er noch dort. Ja. Ihr habt ihn gefunden. Braucht gar nicht weiter zu reden. Wie billig das hier ist. Isabel, wo seid ihr? Da kommt sie angefahren. Hier ist der Geheimgang. Hinein, Herausforderin. Ich sehe euch. Ach, Gottes Willen. Ah, ist aber wieder Meuche Käfer, ist das schön. Weil die macht das schon, ne? Eine Ritterin gibt nie auf. Nö. Gegen die Ehre. Ihr habt euren Weg gefunden. Gut. Üblicherweise würde ich nicht zulassen, dass eine Herausforderin Geheimgänge nutzt.
Doch Amunaras Schergen ändern das Wesen dieser Prüfung. Sie ist nicht mehr, wie Fürstin Garek sie entwarf. Daher braucht es vielleicht etwas Improvisation. Mhm. Seid ihr bereit für die nächste Prüfung? Ja. Ja, was muss ich tun? Ihr kommt zur Prüfung der Ausdauer. Wie viel Schmerz könnt ihr ertragen, Herausforderin? Auch schon, denke ich. Wir werden es bald herausfinden. Okay. Entdeckt einen Weg, den Ausgang zu entriegeln, ohne zu sterben. Niemand hat es durch diesen letzten Raum geschafft, seit Fürstin Garek davonsegelte. Okay, mir wird dieses erste gelingen. Viel Glück, Herausforderin. Ich hoffe wirklich, dass ihr es schafft. Ich würde gerne einen Hinweis für diese Prüfung hören. Ähnlich wie bei der Prüfung des Durchhaltevermögens ist die Ausgangstür verriegelt. Und es existiert eine Gerätschaft, um sie zu öffnen. Die Schwierigkeit besteht darin, sowohl diese Gerätschaft als auch die Tür zu erreichen. Ach, da muss ich hoch. Oh. Verflucht! Die Tür ist nun entriegelt. Die Frage ist, schaffen wir es dorthin? Oh, huch! Was war das denn jetzt? Lol. Was war das denn? Gemacht. In diesem Reich des Chaos und des Bösen überdauert nur der unverwüstliche Ritter. Ihr müsst euch dieser Herausforderung stellen, denkt immer an das wichtigste Wort Mut. Endlich! Nach langer Zeit hat jemand Fürstin Gareks dritte Prüfung bestanden. Sie war keine gewalttätige Frau, doch sie duldete keine Schwäche. Es war diese Haltung, die zu ihrem raschen Aufstieg führte. Jetzt habe ich jemand Ebenbürtiges getroffen. Hab Dank. Jetzt nur noch die Losung, richtig? Korrekt. Da ihr alle Prüfungen bestanden habt, habt ihr jene Losung erfahren, die es euch erlauben wird, dort zu wandeln, wo seit Jahrhunderten niemand mehr wandelte. Folgt einfach weiter diesen Fluren, bis ihr die Schildhalle erreicht. Dort werde ich auf euch warten. Dann sehen wir uns in dieser Schildhalle. Ich bin mir sicher, dass wir Amunara in der Schildhalle begegnen werden. Seid bereit, das Rauchfass einzusetzen. Es sollte inzwischen auf eure einzigartige Energie eingestimmt sein. Wir werden wahrscheinlich nur eine Chance haben. Geben wir unser Bestes. Guck mal hin. Angriff! Amunara befiehlt es euch! Ach, schon wieder so einer. Keine Herausforderung für uns, aber für Isabel vielleicht. Ey! Ich habe es gefühlt, als der Kampf sich zu unseren Gunsten wendete. Diese wird nicht verlieren. Doch, wirst du. Was? Wie? Wie fühlt es sich an, Nekromant? Ihr und eure ehelosen Wege hättet es fast geschafft. Aber eben nur fast. Herausforderin, es wird Zeit für die Prüfung der Tugend. Seid ihr bereit? Lasst Amunaras eigenes Rauchfass? Wie könnt ihr es wagen, es gegen sie zu wenden? Ja, komm, heul nicht rum.
Auch wenn die Nekromantin sich als unwürdig erwiesen hat, darf ich euch noch nicht durchlassen. Noch eine Prüfung der Würdigkeit erwartet euch. Eine Überraschung, um sicherzustellen, dass ihr eure Lektionen hier gelernt habt. Okay, und welche? Seid ihr bereit für die Prüfung der Tugend? Ich bin bereit. Was muss ich tun? Ihr müsst euch an die Tugenden erinnern, die euch nach den Prüfungen der Würdigkeit von den Tafeln genannt wurden, um eine Reihe von Fragen zu beantworten. Okay. Los geht es mit dieser. Was muss der Träger des Schilds zeigen, wenn er sich einer überwältigenden Übermacht gegenüber sieht? Können? Korrekt. Nächste Frage. Was hält den Träger des Schilds im Gleichgewicht und prägt all seine Entscheidungen? Verständnis. Korrekt. Letzte Frage. Durch welche Eigenschaft wird der Träger des Schilds den Gipfel seines Potenzials und seiner Fähigkeiten erreichen? Mut. Mit dieser letzten und korrekten Antwort hebe ich die Schutzzauber auf und gewähre euch Zugang zum heiligen Schild. Yay! Glückwunsch, Vorstatterin. Tschüss. Nehmt, was euch gehört, Vorstatterin. Sieht so cool aus. Der Schild hat eine neue Trägerin. Mein Eid. Vielen Dank, Vorstatterin. Ihr habt getan, was ihr tun wolltet. Ihr habt den Schild beansprucht, bevor diese Nekromantin ihn von seinem Ruheplatz stehlen konnte. Meine Pflicht ist erfüllt. Ich kann endlich ruhen. Heißt das, ihr könnt ins Jenseits? In der Tat, Champion. Ich muss gestehen, dass ich schon fürchtete, für immer in dieser verfallenen Ruine gefangen zu sein. Heute kann ich endlich Fürstin Garrick auf der größten Reise nachfolgen. Habt noch einmal Dank. Mögt ihr den heiligen Schild mit Ehre tragen. Viel Glück, wohin auch immer eure Abenteuer euch führen. Was wird mit Amunara geschehen? Ich bin mir sicher, dieses Rauchfass wird sie nicht ewig halten können. Sobald sie wieder frei ist, wird sie wahrscheinlich ziemlich zornig sein. Ich schlage vor, bis dahin habt ihr euch aus dem Staub gemacht, Vorstreiterin. Ja. Wie schön. Oh, das tut mir immer so ein bisschen im Herzen, wie wenn ich an solche Leute... Also, das Leute ist ja, war ja ein Geist, ne? Aber wenn er dann einfach dann so halt weg ist. Bin auch gespannt, ob wir irgendwann mal die ins Jenseits gehen können, dürfen. Das wäre auch ganz cool. Na schön, damit haben wir was bekommen und ein Schild. Das sieht halt schon echt cool aus. Wahrscheinlich sehr unpraktisch irgendwie zum Tragen. Ne? Der muss wahrscheinlich auch mega schwer sein. Aber es ist auch schön, dass wir diese wundervolle Aufgabe ja, innerhalb von 33 Minuten abschließen konnten. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir einfach nach unten gehen und dann werden wir hier nochmal einen kleinen Schwenker machen, um zu gucken, ob wir vielleicht hier noch ein Gewölbe haben oder einen besonderen Ort. Und dann ja, werden wir uns den Weg hier unten bahnen, haben dann hier noch die Ausgrabung, das werden wir mitmachen. Und dann gucken wir hier nochmal auf Amenos, wenn wir jetzt hier nicht alles freischalten sollten, wo wir hier vielleicht das noch finden können. Und dann werden wir uns der Hauptstory widmen. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.